Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Madden 17. Wir stehen kurz vor der zweiten Hälfte gegen die Cincinnati Bengals im wahrscheinlich wichtigsten Spiel des Jahres, denn wir stehen beide 7-5 in der Saison und Cincinnati hat momentan den Wildcard-Spot. Den wollen wir allerdings haben und führen zur Halbzeit 24-7. Es läuft alles, wie es laufen soll. Wir starten direkt in die zweite Hälfte. Haben received, natürlich wieder mal ein Touchback geworden. Und wir gucken einfach mal, ob wir das Spiel so runterspielen können. Wir starten natürlich mit dem Laufspielzug. Wir müssen es wieder ein bisschen mehr etablieren. Allerdings sehen wir, okay, die Box ist zu. Cincinnati hat eine Vierer Defensive Line zu stehen. Drei Linebacker. Können wir allerdings nicht mehr viel machen, weil ich laber hier schon wieder viel zu viel. Ja, dann laufen wir halt selbst. Kurz Routen waren gut gecovert. Müssen wir selber machen. So, 2. und 3. Jetzt hauen wir mal ein Ding raus. Ich mag hier diese Corner-Routen. Eigentlich ziemlich gerne. Wenn die im One-on-One sind, dann kann man die eigentlich nur ganz schlecht verteidigen. In dem Fall ziemlich gut gemacht. Nummer 27, der Cornerback der Bengals. Aber das soll uns nicht weiter kümmern. Wir haben hier momentan das Spiel in der Hand und nicht die Bengals. Deswegen machen wir einen ganz entspannten, routinierten Spielzug. Den Rollout auf die rechte Seite. Zack. Und Gordon hat es gehabt. Super. So, ich habe ja schon in der ersten Hälfte gesagt, ich habe euch so ein paar Dinge rausgesucht, die ich gerne wieder in einem Madden sehen würde oder zum ersten Mal in einem Madden sehen würde. Und wie ich finde, ich muss dazu sagen, ich spiele Madden eigentlich ziemlich intensiv. Ich bin kein Online-Spieler, also ich spiele relativ wenig irgendwelche Ranked-Games oder online gegen irgendwelche anderen Leute. Ich habe es ein paar Mal probiert, auch mit einem Kumpel zusammen, mal gegen ein paar Leute zu spielen. Da sind wir dann gegen irgendwelche Amis angetreten, die meinen, sie müssen einen die ganze Zeit nur dissen und haben im Endeffekt nur zwei Spielzüge in der Offense, mit denen sie was reißen können, sonst können sie nichts. Aber auf diese zwei Spielzüge bauen sie halt auf. Und bin daher eher der Offline-Spieler. Ich spiele viel Franchise, ich spiele viel Beer Pro, ab und zu auch mal Madden Ultimate Team. Und trotzdem habe ich pro Madden Teil 200 Stunden wahrscheinlich auf der Uhr. So ungefähr jedes Jahr aufs Neue. Gut, es gibt natürlich Freaks, die das deutlich länger spielen, aber ich bin sowieso jemand, der allgemein sehr viel spielt, also auch viel Verschiedenes. Und bei Madden gibt es noch ab und zu mal wieder eine kurze Hängerphase, dann geht es mal wieder ein bisschen weiter und dann ist immer so eine Welle bei Madden. Und daher gibt es viele Dinge, wo ich sage, okay, die müssen einfach für jemanden, der es regelmäßig spielt, besser gemacht werden. Und der erste Punkt, der mir zum Beispiel auffällt, wenn man offline spielt mit einem Kumpel zusammen oder gegen den Kumpel, dann muss es Madden einfach endlich mal hinkriegen, das Layout zu verbessern. Weil das Problem ist, wie jetzt zum Beispiel hier zu sehen, wenn man 1 gegen 1 spielt, sieht man beide Playbooks offen. Und das heißt, mein Kumpel sieht sozusagen, welche drei Spielzüge ich offen habe. Und hat sozusagen eine Chance von 1 zu 3, da den richtigen Spielzug zu erraten. Zum Beispiel hat er jetzt die Chance, ich hatte bei den drei Spielzügen einen Laufspielzug dabei und zwei Passspielzüge. Das heißt, die Chance ist 2 zu 3, dass es ein Passspielzug wird. Und er sieht auch, welche Passspielzüge das sind. Er sieht, ob da tiefe Passspielzüge angezeigt werden oder kurze Passspielzüge. Oder wie hier zum Beispiel, mal gucken, zwei Laufspielzüge drin. Da weiß er, okay, ich gehe mal lieber auf die Laufspielzüge, die er zu verteidigen. Das macht es ihm deutlich einfacher. Natürlich sehe ich auch, was er in der Defense spielt. Aber
Das muss Madden endlich mal hinkriegen, dass sowas überarbeitet wird. Natürlich kommt es nur selten vor, dass Leute, sag ich mal, Couch-Koop spielen. 1 gegen 1. Aber es kommt immer davor. Es macht auch noch einen Holding oben drauf. Es wird doch geclient. Und es macht für mich einfach deutlich mehr Spaß, offline mit einem Kumpel zusammen zu spielen, als online gegen irgendwelche Leute, die ich nicht kenne und mit denen ich auch über nichts schnacken kann nebenbei. Soll ja immer noch Spaß machen, das Spiel. Aber das ist was, was mich seit Jahren aufregt. Und ich spiele Madden seit, was war das erste Teil? Der erste Teil, den ich gespielt habe, Madden 04. Das heißt, es sind jetzt, wenn Madden 18 rauskommt, 14 Jahre, die ich Madden spiele. Okay, damals war es nicht ganz so intensiv. Aber ja, also das muss Madden definitiv mal in Griff kriegen. Das Weitere, was sie in Griff kriegen sollen, das fällt auf für jeden, der einfach ein Franchise-Spieler ist, der gerne Franchise spielt und keinen Bock hat, eine 15-Minuten-Quarter zu spielen, weil 15-Minuten-Quarter, der dauert das Spiel auch einfach mal 1,5 Stunden. Das Problem daran ist, wenn man jetzt zum Beispiel, ich spiele, wenn ich Franchise spiele, genauso wie hier, ich spiele eine Quarterlänge von 10 Minuten. Und da kommen einfach keine Stats zusammen, die vergleichbar sind. Dann hat man zum Beispiel in der Defense gerade mal einen Spieler, der so um 90 bis 100 Tackles macht. Der Beste. Das Problem ist, alle anderen Spieler, die man sozusagen nicht spielt, da werden die Stats nicht auf 10 Minuten runtergerechnet, sondern die Stats bleiben auf einem 15-Minuten-Quarter. Das heißt, da haben die besten Spieler halt nicht 90 Tackles, sondern 160 oder 130. Und dann ist man einfach für jemanden, der Statistik mag, bei den Stats immer unten dran. Und das verdirbt dann auch so ein bisschen die Laune. Aber es ist auch seit Jahren so. Und das kriegt EA nicht in den Griff, das mal zu raffen. Okay, wie wäre es eigentlich, wenn wir alle Teams, es wird eingestellt, Quarterlänge 10 Minuten, und wir rechnen alle Stats einfach um ein Drittel runter, damit es einfach vergleichbar bleibt. Aber nein, warum auch? Das wäre ja Arbeit. Es muss ja, die Stats müssen so sein wie im richtigen Leben. Also spielen eine volle Zeit, oder hilft damit, dass du nie in den Pro Bowl kommst mit deinen Linebackern, was bei mir der Fall ist. Das sind eigentlich so die großen zwei Mangel, die ich habe an Madden. Es gibt eine Sache, eine große Sache, die ich wirklich gerne wieder sehen würde. Und die gab es damals. Jetzt muss ich mal überlegen. Kriege ich schon wieder ein Holding? Das ist doch ein Witz, oder? Die gab es damals so bei Madden 05, Madden 06. Und danach auf einmal nicht mehr. Und zwar, dass man in der Lage ist, sein komplett eigenes Playbook zu entwickeln, mit eigenen Spielzügen, eigene Aufstellungen machen kann. Und das war damals einfach geil, weil wir haben es damals tatsächlich sogar mal ab und zu im Training benutzt. Um es einfach, Spielzüge, die wir uns ausgedacht haben, gerade im Jugendteam haben wir das gemacht, einfach besser visuell darzustellen. Wie müssen die Receiver laufen, wie muss man das verteidigen? Und da war sowas wie Create Your Own Playbook immer eine super Idee. Gerade auch wenn man kreativ ist und sich Spielzüge ausdenkt. War das super. Und das gibt's einfach nicht mehr. Du hast jetzt ein festes Playbook für jedes Team. Deine Standard-Playbooks wie Balance, Pass-Heavy, Run-Heavy. Und das war's. Das ist ziemlich schade für dich, weil das war etwas, wo man auch als Spieler, der jetzt ein bisschen einen tieferen Schritt in das Spiel machen will, einfach die Chance hat, kreativ mit dem Spiel umzugehen und seinen eigenen Weg finden, besser zu werden und nicht gerade auf einer Schiene nur fährt, weil im Endeffekt, man hat sein Playbook, mit dem man klarkommt, und dann war's das. Und wenn der andere weiß, gegen den du spielst, okay, der spielt immer Pass-Heavy, dann weiß er ganz genau, was du für Spielzüge hast. Weil die unterscheiden sich auch nicht mehr groß. Es gibt viele Spielzüge, die sind in jedem Team einfach gleich. Und es war früher einfach eine größere Variabilität drin.
Von daher, das würde ich gerne mal wieder sehen, dass sowas mal wieder kommt. Es ist ja keine große Arbeit, meine Güte. Das ist ein neuer Punkt, den Madden damit einfügen muss im Hauptmenü. Das kann man machen. Das wäre ein guter Fanservice, finde ich, weil ich bin auch nicht der Einzige, der das gerne sehen würde. Es gibt viele Leute, die jedes Jahr im Internet schreiben, warum kommt nicht endlich wieder ein Create Your Playbook? Genau dieselben Leute sagen auch ziemlich häufig, dass zum Beispiel die Roster-Updates einfach mal verbessert werden müssen. Das ist zum Beispiel was mich... Ich kotze mich nicht darüber aus, sagen wir es mal so. Aber ich finde es irgendwie meistens ein bisschen doof. Weil zum Beispiel Darryl Washington bei den Cardinals, mit denen ich ziemlich häufig spiele, der seit, keine Ahnung, 3 Jahren nicht mehr bei dem Team gespielt hat, weil er seit 3 Jahren gesperrt ist, ist trotzdem jedes Jahr im Roster drin. Und durch sein Rating auch jedes Jahr Starter gewesen eigentlich. Oder Josh Gordon hier bei den Browns, der hat dieses Jahr nicht gespielt, weil er gesperrt war. Und trotzdem rafft es Madden nicht und gibt ihn sozusagen als aktiven Spieler an und er spielt aufgrund seines guten Ratings. Und das verstehe ich nicht. Oder auch Trades und sowas. Wenn jetzt Ende der Saison irgendwelche Trades gemacht werden, dass sie einfach schneller geupdatet werden. Auch die Ratings. Das müsste alles einen Takt schneller gehen und vor allen Dingen, gerade bei den Ratings, ruhig auch einen Takt deutlicher ausfallen. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Spieler hat, der hat ein 99er Rating und der spielt die halbe Saison scheiße, müsste er unter 90 fallen. Einfach weil er scheiße gespielt hat. Aber da sagt sich Mann, nö, der hat ja ein 99er Rating, die müssen wir schon über 90 lassen. Und der läuft da halb auf ein 96er, 95er Rating raus. Was vielleicht für die Spieler absolut gar nicht mehr aktuell ist. Oh, der war schlecht geworden. Ich merke gerade, ich hate gerade ziemlich über das Spiel, muss ich sagen. Aber das muss man auch mal sagen, das ist jammern auf hohem Niveau. Das Spiel ist super. Madden ist richtig cool. Also, es ist wirklich, sonst würde ich es ja nicht spielen. Sonst würde ich es nicht jedes Jahr einfach mal 200 Stunden durchkloppen, wenn das Spiel scheiße wäre. Es sind Kleinigkeiten. Aber das sind Dinge, wo man sagen muss, okay, das Spiel würde halt noch eine Ecke mehr Spaß machen, wenn die Dinge drin wären. Und es gibt auch noch 2 Sachen, wo ich sagen würde, okay, das wäre cool, wenn das mal wieder ein bisschen anders laufen wäre. Und eine der Sachen hat mit dem Aussehen zu tun. Nämlich, dass es keine Nackenrollen mehr gibt, dass es keine Cowboy-Cutter mehr gibt. Okay, man sieht es heutzutage nur noch selten jemanden in der NFL, der mit einem Cowboy-Cutter rumrennt. Der Trend ist, glaube ich, so ein bisschen vorbei. Aber gib mir doch die Möglichkeit, dass ich, wenn ich mir einen Spieler kreiere, eine Nackenrolle reinsetze. Und stattdessen gibst du die Möglichkeit, diese Vintage-Nackenrolle einzusetzen, die sie in den 70ern getragen haben. Was kein Mensch trägt heutzutage. Warum gibt es keine normale Nackenrolle? Warum gibt es keinen Cowboy-Cutter? War toll, oder Fumble, ey. Ja, das ist genau wie Creative Playbook. Das ist kein großes Ding, da reinzubauen. Das ist eine Grafik, die wieder reingesetzt werden muss, fertig. Gibt es mir auch die Möglichkeit, das Pad fast beliebig breit und hoch zu machen. Also, es ist doch nicht schlimm, da einen Cowboy-Cutter reinzusetzen. Aber, ja, das ist, wie gesagt, schade, dass es nicht drin ist, aber Ben hat sich, glaube ich, entschieden dazu, das rauszunehmen und wer weiß warum. Und die letzte Sache, die ganz cool wäre, wenn sie mal reinkommen würde, wäre, wenn sie das Scouting so ein bisschen verbessern würden. Das Scouting bezieht sich ja in den aktuellen Mans darauf, eigentlich nur
guck dir College-Spieler an und finde dadurch raus, wie sind die Stats der College-Spieler. So, man sieht es aber jetzt in der NFL immer häufiger, dass auch internationale Spieler direkt in die NFL kommen. Weiß ich, aus Australien, aus der CFL in Kanada, aus was weiß ich was, Europa. Und warum kann man denn nicht einfach mal einbauen und sagen, okay, ich scoute einfach mal Spieler in Europa. Die will ich nicht draften, sondern da gucke ich einfach, okay, kann ich mir holen, kann ich mir, sag ich mal, einkaufen, kann ich Vertrag anbieten. Aber diese Option, die bietet man einfach noch nicht. Und diese Sache, das Scouting zu verbessern, internationales Scouting zu machen, da werden keine super Spieler rauskommen, ist klar, aber es bietet einfach eine weitere Möglichkeit, gerade auch, wenn man ein Franchise macht, in der Zeit zwischen den Spielen noch ein bisschen aktiver zu werden. Es wäre ganz schön, wenn das so mal so kommen würde. Ja, es gibt auch in der CFL viele super Spieler, die NFL-Kaliber haben. Und es wäre eine gute Möglichkeit, jemanden so ein bisschen mehr Bestimmung in die Hand zu geben. So ein bisschen mehr, okay, ich kann hier noch ein bisschen da suchen. Und ich gucke mir jetzt einfach mal die Spieler in Australien an. Vielleicht gibt es da einen. Müssen ja keine originalen Namen sein, meine Güte. Aber vielleicht einfach so ein bisschen das Scouting-System verbessern, um zu gucken, okay, da hast du Spieler. Ach, der passt ganz gut in mein Team rein, den hole ich mir einfach mal. Warum nicht? Mich würde es freuen. Und ich würde dann auch zwischen den Spielen ab und zu mal sagen, okay, gucke ich mir halt ein paar andere Spiele an. Aber wie gesagt, das sind Kleinigkeiten. Und ja, ich bin gespannt, was wird. Also wie gesagt, Madden ist ja eher dafür bekannt, immer kleine Sachen zu bringen. Bloß keine großen Veränderungen. Weil die Leute, die Madden spielen, werden es auch nächstes Jahr spielen. Das ist zwar eine Einstellung, die man akzeptieren kann. Ja, ist Madden nicht der Einzige, der es so macht. Das machen alle Spiele so, die erfolgreich sind. Das macht FIFA so. Das machen sie alle. Aber warum mal nicht einen Schritt weitergehen? Und ich finde, das haben sie dieses Jahr gemacht. Also wenn sie wirklich die Frostbite Engine rausknallen, das ist schon ein großes Feature, muss ich sagen. Der Story-Modus wird sich zeigen, ob der fruchtet. Ich bin mir da nicht sicher, aber wenn er so wird wie bei NBA 2K, wo die Leute sagen, ja, der ist gut, warum nicht? Das ist was anderes. Ich werde es nicht spielen, zumindest nicht groß spielen, aber mal reingucken. Ich werde nächstes Jahr mal gucken, wahrscheinlich ein bisschen ins Madden Ultimate Team mal reinsteigen. Da hatte ich 2 Jahre jetzt so ein bisschen immer mal probiert, aber ich bin nicht so richtig reingekommen. Und das nehme ich mir nächstes Jahr vor. Vielleicht mache ich auch eine Madden Ultimate Team Serie, dass ich euch so ein bisschen auf die Reise mitnehme. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal, wie es wird. Kommt wahrscheinlich Ende August raus. Ich weiß gar nicht, ob der Release-Datum schon draußen ist. Das ist ja Amerika war noch so ein bisschen anders als Europa, aber ich denke mal so Ende August wird es wahrscheinlich hier in Deutschland rauskommen. Wir haben das Spiel gegen die Bengals beendet und wir haben 34-10 gewonnen. Wieder das bessere Team einfach mal von der Platte geputzt. Das ist sehr gut. Und das bedeutet, wir haben große Schritte in Richtung Playoffs gemacht. Richtig große Schritte. Weil wir stehen jetzt auf Nummer 2 in der Division. Wir gucken uns nochmal ganz kurz die Stats an, bevor wir diesen Teil beenden. Wir haben 28 von 36 Pässen angebracht. Für 374 Yards und 3 Touchdowns. Ein super Spiel. Wenn ich ständig so spielen würde, das wäre geil. Aber gut, es läuft nicht immer so. Immerhin keine Interception geworfen, das ist ein gutes Zeichen. So kann es weitergehen. Ja, mit dem Rushing Game. Das sollte, wenn es geht, nicht so weitergehen. Isaiah Crowell, 16 Läufe für 36 Yards. Ich selbst 5 Läufe für 24 Yards. Und Duke Johnson, 1 Lauf für 2 Yards. Wie sieht's im Passing aus? Corey Coleman, 6 gefangene Pässe für 103 Yards. Das kann sich sehen lassen. Terrell Pryor, 6 für 69. Gary Barnett, 6 für 67. Josh Gordon,
5 für 50. Isaiah Crowell, ein Pass für 65 Yards. Das war jetzt, muss ich auch mal schauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Anspielstationen. Hätte die Valve gefangen, wäre er der 9. Auf 8 Passempfänger haben wir dieses Spiel geworfen. Also da kann sich jede Defense warm anziehen, weil wir sind vielseitig. Wenn wir jetzt noch ein bisschen das Laufspiel in den Griff kriegen, wer will uns denn aufhalten? Wer will uns aufhalten? Dann kann sich sogar Pittsburgh, gegen die wir definitiv nochmal ran müssen, ich glaube sogar in Woche 17, im letzten Spiel, die können sich warm anziehen. Wir kommen. Und wir werden rollen. Gegen wen wir im nächsten Teil spielen und ob wir weiter auf dem Weg in die Playoffs sind, sehen wir, wenn es wieder heißt, eine Partie Madden 17.